Was geht, Leute? Ich bin wieder am Still mit Gotham Knights. Wir haben mitten in der Nacht. Und ja, ich habe einfach Bock, das Game jetzt zu finishen. Deswegen bin ich einfach schon da. Und werde das Game höchstwahrscheinlich durchknüppeln. Mal gucken, es soll ja wohl irgendwas mit, ja, ich sag mal so 22 Stunden gehen oder so. Und deswegen sind wir eigentlich kurz vorm Ende. Und ja, deswegen bin ich hier am Start. Ich will nämlich auch langsam mit dem nächsten Let's Play anfangen, was dann Forza Horizon wird. Haben wir nicht auch so großen Ärger? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, hier bin ich. Weiter geht's. So, darum werden wir uns auf jeden Fall alles heute kümmern. Ich sowieso komplett und ihr dann ja entweder im nächsten der ein oder zwei Folgen. Also ich meine, in einer Folge werde ich es bestimmt nicht durchbekommen. In zwei Stunden, weil ich ja auch den ganzen anderen Shit hier noch machen möchte. Also diese Sammlerstücke auf gar keinen Fall. Aber hier die Fahndungsliste will ich ja auf jeden Fall noch weitermachen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Ich guck mal gerade, ob die anderen jetzt... Ja, die beiden, die ich schon gemacht hatte, sind auf jeden Fall raus aus der Liste. Ja, den ganzen Schüsselaufhängen machen wir noch. Und natürlich hier Main Story, los Sidequests und ja. Jetzt als allererstes will ich aber auf jeden Fall einmal alles Mögliche an Anzügen herstellen, weil es erstens EP dafür gibt. Und zweitens muss ich sowieso craften und dann werde ich die auf jeden Fall auch nicht kaputt machen. Aber bevor ich das mache, sollte ich mir auf jeden Fall merken, beziehungsweise in dem Fall werde ich es mir aufschreiben, was ich schon habe. Und dann abgleichen, ob ich es nochmal craften muss. Und deswegen, gut vorbereitet, natürlich nicht, aber ich habe Gott sei Dank einen Zettel in der Nähe, schreibe ich mir einmal fix auf, was ich habe. Neon Schwarz habe ich auf jeden Fall schon als Dings. Das erste Jahr. Freibeuter. Und oben hatten wir Shinobi. So, das sind die, die ich habe. Jetzt muss ich einmal gucken, das war ein bisschen zu fix. Unter Herausforderungen, glaube ich, war es. Und dann herstellen. So, Eternal. Neon muss ich sowieso nochmal herstellen. Freibeuter muss ich auch nochmal herstellen. Okay, keine Ahnung. Shinobi-Stil muss ich also auch nochmal herstellen. Dämonen und Epischen. So, das heißt, Freibeuter brauche ich nicht mehr. Den kann ich durchstreichen. Das erste Jahr kann ich durchstreichen. Und hier, die schreiben wir uns jetzt auch auf. Eternal. Neon hatten wir ja schon, Freibeuter. Farbkombination. Ich schreibe es mir mal auf. Farbkombi, ikonisches Bravo. Keine Ahnung, ob ich das da irgendwie finden kann. Zum Craften oder so. Shinobi, Dämonen. Und dieselbe Kombination. Ich mach das einmal so, dann bräuchte ich nämlich noch das. Ikonisches Delta. So. Und dann können wir einmal bei den Anzügen hingehen. Und können die beiden unteren hier zerlegen. Weil die bräuchte dann sowieso nicht mehr. So. Herstellung. Anzug. So, und zwar Eternal, das wäre der. Haben wir eigentlich mehrere Eternal? Ja, haben wir. Okay, mehrere davon. Dann nehmen wir doch... Das hat alles dasselbe. Nehmen wir doch den hier. So, das heißt, Eternal
können wir, sollte man auch richtig rumhalten, den Stift, können wir abhaken. So, den haben wir. Dann das erste Jahr. Da haben wir Metall. Titan. Den. Oh, der ist sogar legendär. Bruh. So. Genau, das war Dämon. Dämon. Check. Ich streich's einfach durch. Das. Eternal. Nein, nicht ausrüsten. Aha, warte mal. Weil hier steht ja Farbkombination ikonisches Bravo. Soll ich den einfach mal herstellen? Also eigentlich die beiden. Guck mal, da hätte ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Wir merken uns die mal. Vielleicht haben wir hier unten auch nochmal zwei mit einer Klappe. Eternal, das erste Jahr. Oh, kann ich Neon Schwarz noch nicht herstellen? So, wir stellen den mal her. Wobei, warte mal. Es soll ja eigentlich das hier sein, ne? Seltenheitsstufe. Herausforderungen herstellen. Stelle einen seltenen Anzug her. Okay, also keinen epischen. Ah, guck mal, Farbkombination Delta hier ist abgehakt. Können wir also auch wegmachen. Ich mach das einfach mal. Dass ich. Nope, sorry. Den wollte ich herstellen, ne? Ikonisches. Nee, brauche ich gar nicht mehr. Ikonisches Bravo brauche ich nur noch. Und Eternal hatten wir ja auch. Habe ich denn sonst noch irgendjemanden mit ikonisches Bravo? Hä? Ne, sind nur die beiden. Ikonisches Alpha. Oh. Ikonisches Bravo. Ja, komm. Wir stellen ihn jetzt mal her. Ja, ausrüsten will ich ihn auf jeden Fall nicht. Ja, Neon Schwarz und Shinobi kann ich nicht craften. Ich weiß nicht warum. Das macht eigentlich für mich überhaupt gar keinen Sinn. Warte mal, lass uns mal gucken. Welche Stufe hat der eigentlich? Was ist dieses Transmog? Ich verstehe es auch nicht. Gut. Das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Ah, das ist aber der alte Anzug. Aber wir müssten die ja eigentlich noch höher von den Werten her bekommen. Warte mal, wir gucken mal. Der ist zwar Stufe 20. Qualität, okay. Das kommt dann auch noch hinzu. 408. Ja gut, aber der hat auf jeden Fall mehr Potenzial nach oben. So, wir machen mal den ausrüsten. Und jetzt kloppen wir ihn noch mit Chips voll. Das ist ja der, den wir tragen. Ach, Bro.
Ja, guck mal, der geht sowas von krass mit den Werten nach oben. Holy shit. Hier können wir auch nochmal mehr reinballern. Wir haben mal ein bisschen was an Chips gefunden. Okay. Ja, guck mal, der hat... Ne, warte mal. Das war falsch. Der hat 1130. Und der, den wir vorher hatten, der hatte irgendwas mit 400. Okay, das ist aber krass. Das ist echt krass. Aber gut, der hat auch mehr Slots, glaube ich, ne? Kann ich hier... Ne, warte mal, der ist schon voll. Hier müsste ich eigentlich auch was machen können. Aber kann ich nicht. Fernkampf. Guck mal, Stufe 23. Guck mal, der hat zwei Slots. 322. Wie viel hat der mein aktueller? Ja, guck, siehst du, dann können wir doch auch hier was herstellen. Also, dann lass uns mal hier ein bisschen was herstellen. Den rüsten wir auch direkt aus. Es geht wahrscheinlich... Okay, warte mal, das ist Anzug. Genau, Fernkampf. Hier müssen wir rauf. Ja, ja. Machen wir einmal hier drauf. Und einmal hier. So. Dann hat der nämlich auch auf jeden Fall mehr. Nur mit zwei Slots. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir sind auch eine Stufe aufgestiegen. Haben noch einen Fertigkeitenpunkt. Den ballern wir auch direkt raus. Hier haben wir immer noch nicht detected, was hier das Shit ist. Aber es macht ja nichts. So. Gut. Sonst noch irgendwas? Nö. Hier ist nichts Neues bei. Alles klar. Dann. Was machen wir zuerst? Machen wir mal eine Harley zuerst. Ich glaube, sonst hatte ich hier nichts mehr. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Runterlassen in dem Tempo, wie sie es macht, gut für den Rücken ist. Ja. Wenn sie es aus dem Bein machen würde, wäre es vielleicht was anderes. Aber das sah nicht so aus, als würde sie das aus dem Bein machen. Sorry. Oh, das ist nicht gut. Es gibt Unruhen in ganz Gotham. Wow. Dr. Q lädt alle ihre Queenies zu einer Wellness-Party ein. Wunderbar. Sendet das Bad-Signal oder so. Das lockt sie heraus. Es ist nur teuer. Was soll ich denn sagen, Crispus? Sie ist eine Fußballmann. Nimm sie einfach fest, Mann. Hey. Einen Moment. Nightwing, hier läuft etwas Seltsames. Wir haben Blockaden aufgestellt, aber wer weiß, wie lange die halten werden. Montoya? Harley zettelt diese Unruhen an. Haltet Stellung, wir kommen zu euch. Wie viele von euch sind denn gerade da? Alle? Egal, ist nicht wichtig. Seid nur schnell. Okay. Wir haben ein Ziel. Schlagen wir zu. Ich bin mal gespannt. Ja, es braucht halt schon gerade ein bisschen, bis es lädt. So, jetzt geht's ab. Die wird sich sowas von erschrecken. Die Barrikade. Langer Abend? Oh, doch nicht. What the fuck?
So wie immer. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist noch offen. Immer noch keine Spur von Harley. Das ist doch lächerlich. Wofür müssen Fußball-Moms und Yoga-Dads denn randalieren? Rabattaktion bei Minivans? Ich seh mal nach. Pass auf. Wenn du stirbst, wäre das eine Menge Papierkram. Ich habe eine Sache vergessen mit meinem Anzug. Den Stil zu gucken, welcher der coolste ist. So, warte mal. Ne, da ist schon der. Ja, da passt das auch. Dann nehmen wir die. Und da bleiben wir bei denen. Okay, gut. Das war das, was ich noch wissen wollte. Wofür? Jetzt nur fürs Ändern, oder was? Alles klar, Digga. Ein Eiswagen? Was macht der denn hier? Vielleicht ist Heißhunger eine Nebenwirkung von Rack. Ist ja lustig. Ja, guck mal. Wir lachen alle zusammen. Sein. Okay, das war jetzt nicht so günstig. Dann wohl. Fürs Erste. Okay, habe ich die ganzen Scheißdinger hier eingesammelt? Ich glaube schon, ne? Okay, ich glaube, ich muss den scannen. Glockenturm, ich habe hier ein Implantat. Ich schicke dir die Seriennummer. Die Nummer gehört zu einer Art Neuroimplantat. Es wird derzeit in den Daggett Labs an Menschen getestet. Das muss Harley gestohlen haben. Was bewirkt das Implantat? Wahrscheinlich, dass sie durchdrehen. Es schafft jegliche Hemmschwellen im Gehirn ab. Es gibt einen Begrenzer, aber den kann man deaktivieren. Es führt also dazu, dass normale Menschen Amok laufen. Toll. Wir müssen das Signal abschalten. Solange das Implantat aktiv ist, haben diese Leute wahrscheinlich vor nichts und niemandem Angst. Scheiße, hab dich. Scheiße, hab dich. Ich brauch dich beim Gotham General. Schnell. Warum? Was könnte das Problem sein, Detective Montoya? Ich geb's nicht gern zu, aber wir brauchen vielleicht deine Hilfe. Was geht? Als Maul. Ich finde das voll geil, dass die dann so eingeschüchtert sind, dass sie erstmal nach hinten plumpsen. Echt? Sonst keiner? Okay, krass. Ihr könnt alles Mögliche. Ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet. Bin mal gespannt, wann wir dieses neon-schwarze Ding herstellen können und dieses Shinobi. Ich stehe vor dem verfluchten Krankenhaus, Red Hood. Wir müssen da rein. Das GCPD soll die Position halten, Montoya.
Harley hat die Bürger da drin unter ihrer Kontrolle. Ich kann sie stoppen. Mist. Gut, aber ich erwarte einen kompletten Bericht. Wie soll ich in diesem Riesending nur Harley finden? In den Krankenhausplänen ist ein Sicherheitsraum verzeichnet. Die Überwachungskameras finden sie bestimmt. Sieht jedes Mal aus wie Streichhölzer. Egal. Fanclub wollte mich nicht durchlassen, Harley. Weißt du, was dein Problem ist? Du brauchst mehr Spaß. Also habe ich dir Geschenke dagelassen. Viel Spaß! Hallo. Warte. Okay, hier ist nix. Scheiße! Hör auf zu fluchen, Digga. Verdammt, Harley. Das ist krank. Dieses verdammte Lied nervt langsam. Schade. Hab vielleicht gehofft, irgendwie könnte ich die verhören oder so für neue Infos. In irgendeiner Art und Weise. Die ist dämlich, die weiß nichts. Yo Boys, was wird denn das? Freunde, du behandelst diese Leute wie Laborratten. Du bringst sie sogar um. Deine dumme Stadt hat sie getötet. Egal, du wirst sie auf der Party schon sehen. Scheiße, nein.
Okay. Hilf uns doch jemand, bitte! Ruhe! Vielleicht schlagt ihr den Zell ein! Verdammte Scheiße! Sie haben Geiseln. Okay! So ist es gut. Sehr gut, Schnucki. Oh, danke. Ach, du machst nicht. Servus. Mal nachsehen. Ich hole ich mir. Also los. Okay. Hä? Zeig dir, wie der Hase läuft. Du wartest jetzt erstmal, Klopsi. Montoya, einige Bürger sind auf dem Weg. Bringen Sie in Sicherheit. Okay. Danke, Red Hood. Wir dachten, wir wären erledigt. Verschwindet. Das GCPD wartet schon draußen. Diesmal kann er seine Hände benutzen. Auf der anderen Seite der Kapelle. Du lässt mich warten, Todkäppchen. Bats würde das nicht gefallen. Ich weiß nicht. Das würde er schon verstehen. Verdammt, was war das? Nix. Ich mach nur die Deko fertig. Du wirst dich wahnsinnig freuen. Glaube ich nicht. Ich glaube, freuen ist nicht das richtige Wort. Ja. Und sie hat aufgelegt. Keine Ahnung, aus welchem Theaterstück die ausgebrochen ist. Hi, was geht? Jo. Die er leibt und schlägt. Schon fertig? Ach, da muss ich rein. Ja, das heißt, hier ist nichts. Oh, was ist das? Infektionsprotokoll. Ich wusste, dass es hier war. Ey, was soll das? Alles klar, L3. Ich komm dich holen, Harley. Imagine, sie macht die Tür auf so. Brauche nicht, hier bin ich. Okay, da haben wir gerade die Leute verkloppt. Okay. Ich kann diesen Song nicht leiden. Ja. Irgendwie kenne ich das, wenn man davon Ohrwurm hat. Das ist verdammt. Interessant. Die Funken tun sich ja höllisch weh. Ist der gerade gestolpert? Wir
gern ich Gangster-Schädel eintrete. Das war close. Da ist nichts mehr. Was ist da? Ja. Ja, das mit dem Reim irgendwann nochmal, ne? Harley markiert ihr Revier. Warte mal, der glotzt in unsere Richtung, das heißt, den kriegen wir kaum. Na gut, egal. Ach, scheiße. Ich glaube nicht, nein. Ach. Ja, leider nicht. Achso, warte mal. Ja, nee, hier ist nichts. Genau wie im Film.
Jetzt kommt der Bosskampf. Seid nicht frech! Mama redet gerade! So kontrollierst du sie also. Gib das her. Nein! Mein Spielzeug! Genug gespielt, Harley. Als ob! Das ist schon in Planung seit Blackgate. Willkommen zu meiner Party! Was geht? Wo sind die Deine Drinks? Party ist scheiße. Tschüss. Wo ist die Torte? Ja, und die Drinks. Das ist so weil... Die Kerzen noch nicht! Okay, der Hammer ist fett. Jetzt spielen wir Toadkäppchen. Wird das jetzt hier Tor-Bewerbungsvideo oder was? So hört sich das. Das war noch nicht gerade. Zu langsam. Aua. Warum bist du so distanziert? Fragen kannst. Mehr freiwillige Opfer, die ich schlagen und Fähigkeitspunkte sammeln kann. Nice City. Da wäre doch noch meine besondere Überraschung. Okay. Mama hat was zu erledigen. Ihr haltet sie hier beschäftigt, ja? Was heißt denn sie? Ich bin alleine. Tschüssi. Tschüss. Oh, süß. Na dann, ab geht's. Ich glaub nicht, nein. Mhm. Wie wär's, wenn du erstmal triffst, Kollege, bevor du so einen großkotzigen Spruch bringst? So, noch wer ohne Fahrschein? Ach, der. Okay, dass die jetzt auch noch so einen scheiß Elektrohammer hat, fand ich nicht so geil. Habt ihr mich vermisst? Na schon, so ein bisschen. Oh, bei der muss ich aufpassen, Digga. Genau wegen sowas. Aua. Yeah!
Ich war mit dem Angriff. Das ist frech. Sie kann sich ja noch so mal ein Gerät bauen, ne? Also, dann geht der Scheiß von vorne los. Weil der Chip haben die ja immer noch implantiert. Fuck, ey, wo kommt denn das her? Ey, cool, die läuft mir nach. Schelle gegeben. Du hast doch geschummelt. Vielleicht. Bats hätte mich ganz sicher noch viel schneller gefunden. Vielleicht. Er hat aber auch nicht so viel zu tun wie ich. Er hätte mich persönlich nach Blackgate zurückgebracht. Wie ein Gentleman. Wir wissen beide, dass ich kein Gentleman bin. True. Aber ich glaube, du hast es langsam raus, Verbrecher einzulochen und so. Danke. Ich habe eine tolle Stelle und die Sanitäterin hasst mich. Geil. Ich schieb alles auf dich, ja? Läuft das bei dir nicht immer so? Lass das klugscheißen, das macht mir noch wochenlang Kopfschmerzen. Ach, das kriegst du locker hin. Ach ja, mein Schreibtisch ist voller offener Fälle mit... Und tschüss. Verdammt nochmal! Ja, das haben wir von Bats gelernt. Sag das weiter, Clown Girl, dann knebele ich dich. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, ob das denn jetzt wirklich komplett abgehakt ist. Oder ob da noch was kommt. Ne, ist komplett... abgehakt. Okay. Dann haben wir das. Ach klar, können auf jeden Fall schon Stufe 25 auf jeden Fall jetzt auch herstellen. Ah, okay, dann heißt das wahrscheinlich immer Drangsmog anwenden, dass das nur jetzt vom Aussehen her auf unseren jetzigen Anzug halt angewendet wird. Die Herstellung schaltet neue Stilkomponenten frei. Ja, okay, aber ich kann halt nicht alles herstellen. Das finde ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen strange. Aber der hat halt keinen Slot, ne? Das ist das Problem. Den könnten wir noch buffen. Aber ja. Wir lassen es erstmal, wie es ist. So. Und dann machen wir den Clayface-Shit hier. Sie zu holen würde zu lange dauern.
Hey, vielleicht nehmen wir den als Köder. Das führt doch zu nichts. Hast du wieder was kaputt gemacht? Vielleicht. Sie scheinen nach Norden zu wandern. Oh Gott sei Dank hat Nightwing das gesehen. Tim, der Ton bewegt sich. Das macht er manchmal kein Ding. Tim? Ja, halt ihn doch fest, du Idiot. Scheiße. Tim, er ist in den Abfluss. Warum hast du nichts gesagt? Hab ich. Das hat er wirklich. Ja. Drei Leute, die es bestätigen können. Leute, komm mal her! Alle Stücke von Clayface in der Stadt halten aufs Staubecken zu. Toll. Dann erledigen wir alle auf einmal. Du hast das gesehen. Wenn sie die Rohre blockieren wie hier, baut das riesigen Druck auf. Wenn der Damm bricht, wird North Gotham geflutet. Ohne Zeit zum Evakuieren. Ich rufe Montoya an und sag ihr, was los ist. Das wird ungeil. Zumindest, wenn es dazu kommen würde. Aber wir verhindern es ja jetzt. Ja, ich kann es nicht mal weiter drücken, weil es automatisch wegmacht. Okay, warte, lass mich einmal kurz abchecken. Okay, ich sehe hier nichts in der Nähe. Ich mag deinen Stil. Perfektes Timing. Wie immer. Commissioner Kane ruft dauernd an. In der ganzen Stadt gibt es kein Wasser. Wir sollen uns sofort drum kümmern. Dann bin ich wohl der Klempner. Irgendwelche Bürger drin? Die meisten Leute von der Nachtschicht sind gegangen, nachdem sie gesehen haben, dass der Schlamm die Rohre hochfließt. Du solltest hier bald deine Ruhe haben. So gefällt mir das. Besser du als ich. Verzieh dich, bevor die Verstärkung eintrifft. Hey, ist ja gut. Nee, das ist nur das. Okay, aber das. Fähigkeiten ist sowieso nichts Neues. Yeah, dann weiß ich nicht, was hier neu gewesen sein soll. Wahrscheinlich das. Oder so. Glockenturm, bin drin. Aber ich sehe Clayface nirgends. Ja, hast du gedacht, der steht am Eingang? Das war der Premiere. Das muss eine Falle sein. Der wird ja wohl kaum hinter der Eingangstür stehen und uns freundlich hier empfangen. Aber das wird auf jeden Fall Bosskampf werden. Also danach wird es wahrscheinlich kein Kapitel mehr mit ihm geben. Vielleicht. Ich will dir nur in den Hintern treten. Jetzt ist los.
Mal sehen. Oh fuck, bist du riesig, Alter. Ja, okay, hakt mehr bitte. Damit ich bloß nicht den Gegner besiegen kann. Hat der gerade den Boden mit mir gewischt? Glaube ich nicht. What the fuck? Voll reingerollt, Alter. Würden Baum bei dir auch sagen. Ja, okay, ich glaube, wenn er seinen Move da macht, ist das hier besser. Ah, okay, never mind. Gar nichts machen ist nicht besser. Weil da kriege ich 5 Hits hin. Das wären, sagen wir mal, so 250. Und mit Schlagen komme ich vielleicht gerade mal auf 100. Fuck, er hat mich wiederbekommen. Was jetzt? Nicht so geil. Oh ne, hier unten will ich aber nicht mit dem kämpfen, Digga. Hatte immer noch einen halben Balken. Clayface ist weg. Sind Sie sicher? Wir haben noch was auf dem Schirm. Die Werte sind hoch. Sie müssen sofort verschwinden. Ich schicke das Bad Cycle zu Ihrem Standort. Was du hättest gedacht, es wäre so einfach.
brauche ich einen heißen, trockenen Ort. Da ist ein Schmelzwerk westlich von deiner Position. Okay, danke, Glockenturm. Zu deiner Mama hier angerufen. Na klar, ich nehme echt jeden Ding mit. Ja auch nicht wegrennen. Na, Lebenfresser, was geht? Oh, jetzt hast du nur noch einen Arm. Korrigiere, du hast wieder zwei Arme. Ich wusste, dass das passiert. Ich meine, der Typ ist aus Lehm. Und jetzt ist er Goro. Alles klar. Mal Combat lässt grüßen. Der hat gerade gesagt, du hässliches Insekt. Das Gute ist, ich kann ihn jetzt wieder im Nahkampf angreifen. Ah, okay, der verliert seine Arme dadurch. Noch stehen. Das nenne ich eine Metamorphose. Jetzt kann er wieder seinen Scheiß machen. Na gut, da muss es wohl wieder der Angriff sein. Der hat ihm gerade fast 1000 Damage gemacht, der eine Angriff. Ich glaube nicht, nein. Mach mal was. Ja, außer Fernkampf, Bro. Okay, ich lasse die Uhr laufen.
Das war close. Ich sag's, wie es ist. Jetzt hat er nur noch ein Viertel. Okay, jetzt wird's ungemütlich. Ja, das war's. Ich hab dich doch gesehen, was willst du? Sieht aus, als hättest du Spaß gehabt. Ja. Kann ja nicht alles ernst sein. Und jetzt darfst du darüber berichten. Der übliche Papierkram eben. Ich habe schon krassere Sachen erlebt als so ein Tonmonster, das die Stadt überfluten will. Geht mir auch so. Hier wird's nie langweilig. Ja, stimmt. Commissioner Kane will, dass ich jedes Tonstück einzeln einpacke und beschrifte. Danke dafür. Klingt echt nervig, wenn du mich fragst. Das ist die Untertreibung des Jahres. Jetzt dreht sie sich weg. Oh, aber meint. Okay. Jetzt jieten wir weg. Ich sag's euch, wenn ihr Strumpfhosenträger nicht so nützlich wär. Ja, bist aber selber schuld. Warum versuche ich's überhaupt? Jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, alle neben Lullis abgeschlossen. Ja. Jetzt gibt's dazu nichts mehr. E-Mail. Okay. Er hat nichts. Auch nichts. Sagt auch nichts. Unglaublich, so eine Anlage vor unseren Augen zu verstecken. Ja, kannst du mal sehen. Mit dem Haufen an Bestechungsgeld kann man viel erreichen. Und mit Talents, die sich um die Zeugen kümmern. Ah, ich glaube, sie haben Zeugen in Talents verwandelt. Oder zumindest in Talents Snacks. Wie eklig, Jason. Entschuldigung? Hast du irgendwo ein Talent-Bistro gesehen? Sind wir jetzt fertig? Achso, warte mal, wir können ja eigentlich auch das Ding anders machen. So, ich will als erstes den Punkt haben hier. Und dann können wir uns
und den anderen Shit hier. Was ist denn das? Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, dann haben wir alle Fast-Travel-Punkte. Und das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Können wir nicht... Ja, das macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Eigentlich macht es keinen Unterschied. Genau, einfach den Turm verlassen. Läuft dasselbe hinaus. Okay. Warum sieht das da so oben so aus, als wäre da wieder so ein... Ah, cool, nice. Ist einfach abgeschmiert. Als wäre da so ein Eulenraum. Was auf jeden Fall mega funny ist, das ist mir vorhin erst aufgefallen, als ich das Spiel gestartet habe, dass die Helden hier im Hauptmenü so ausgerüstet sind, wie wir in der Story gerade aussehen. Wenn man jetzt mal links oben guckt, Red Hood sieht genauso aus, wie wir den in der Story gemacht haben. Und als ich vorhin angefangen habe mit dem Spiel, da sah der im Hauptbildschirm wie der Shinobi aus. Aber das nur mal so am Rande. Kleiner Fun Fact. So, weiter geht's. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur das Logo. Das hat überhaupt keine Bewandtnis. Warum ist das hier so? Ah, nur so. Das GCPD gibt sich mehr Mühe. Diese Drohnen sind gegen Scans geschützt. Wie soll ich dir dann die Daten schicken? Sie müssen ihre Schilde abschalten, wenn sie an einer Station andocken. Das ist eine Chance. Bei deinen Fähigkeiten sollte das kein Problem sein. Ja gut, aber da warten, bis die Drohne an der Station hält. Dann scannen. Kapiert. Dafür musste man die erstmal sehen. Da. Oh, das ist ein Batarang. Sagen Sie hier in der Umgebung? Ah, scheiß drauf. Ah, er kommt.
musst etwas länger scannen. Versuch's nochmal. Und fertig. Glückwunsch zu deinem Pilotenschein. Willst du in einem neuen Gebiet fliegen, dann scanne einfach alle Drohnen. Ich übernehme den Rest. Danke. Hast was gut. Das war nur die eine? Die eine ja. Oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. So, warte mal, wo waren jetzt dieses Mission kompromittiert Bums-Ding? Weil wir können einmal eben hier den Regulator-Shit machen. Achso, weil es unter uns ist, deswegen spackt der so rum. Servus. Digga, ihr seid so nervig. Digga, wie kann der so schnell sein, der Dude? Fetter Hurensohn, Alter. Du schwingst jetzt deinen Nuttensohn Arsch hierher, Alter. Halt deine Fresse, Junge, ey. Oh, wenn ihr gerne cheaten möchtet, gut, dann cheat ich jetzt auch. Yeah.
Ja, na klar, ich kann nichts. Ja, klar, wir sehen mich direkt nochmal an. Ja, natürlich. Wie, Alter? Wie soll ich denn das dann bitte bewerkstelligen? Das erzähl mir doch mal, Spiel. Hä? Fotzen, Alter, ey. Naja, komm, Alter, ey. Ganz ehrlich, ey. Sie dodgt allem. Pisswürste. Na also. Da, das ist es. Ich wusste, dass es hier war. Hat das Glück, dass ich so nett war. Vor dem Krankenhaus. Seid solche dreckigen Hurensöhne, ne? Jeder einzelne von euch, Alter. Geht's jetzt ab dahin. Wenn sie jemand sieht, verdächtigt man sie, die Dateien manipuliert zu haben. Die bemerken mich nicht, Glockenturm. Warte mal. So kommt man hier rein. Okay, das könnte aber auch egal sein. Da würde ich sowieso eher ungerne drauf schießen. Weil der Dude ja da steht. Nicht, dass der das dann hinterher checkt. Glockenturm, ich wurde entdeckt.
Sicherheit geht vor. Wir erledigen das ein anderes Mal. Na cool. Wer hat dich eingeladen? Meine Mama. So leicht kommst du nicht davon. Wer ist hier? Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir da reinkommen. Und dass wir nicht auf die Platten dürfen. Aber das ist ja weniger dramatisch. Okay, das irgendwas mit dem Organhandel sollten wir ja auch machen, ne? Das hatte ich zwar auch alles schon gemacht, aber ist in Ordnung. Machen wir natürlich gerne nochmal. Ich glaube, das ist es. Ich habe das Spezialpaket, Glockenturm. Ich muss es schnell abliefern. Ich habe Dr. Tompkins kontaktiert. Sie wartet am Treffpunkt. Du hast es wohl geschafft. Easy. Ich finde Verwendung dafür. Perfekt. Vielleicht gehst du lieber nach Hause. Ich will ausgehen. Okay, das haben wir. Das können wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Yeah. Haben wir wieder was Böses. Okay. Na gut, ich kann ins Bett, zeig mir nicht rufen. Alles klar, easy.
Seien Sie da drin auf der Hut, Sir. Daneben. Digga. Mann, du Hurenkind! So langsam wirklich hier hin, ey.
Missgeburtenkinder, ey. Allesamt, ey. Ja, verdammt. Na bitte. Tut mir gar nicht leid. Dreckiges Wix-Game, ey. Immer wenn er auf diese dreckige Nutte mit ihren Drohnen schießt, kommt irgendein Wichsvogel daher. Ich muss dich schlagen. Hat deine Schnauze, Junge. So, weiter geht's. Den Scheiß kann man immer noch nicht machen. Dann machen wir den jetzt hier. Nicht so, als hätte ich springen gedrückt, aber es ist in Ordnung, Spiel. Ist in Ordnung, ey. Fick mich halt immer und immer wieder, ey. Ja, genauso wie hier, Alter. Da, das ist es. Also diese Bugs in dem Game gehen mir auf die Eier, ich sag's wie es ist. Und das sind leider sehr viele. Bro, geh doch bitte einfach dadurch. Ist das wirklich so verfickt schwer? Ja, was hat sich's mit deinen Drohnen? Die Luft ist rein. Sind so gut wie am Tatortzentrale. Ich sollte wohl gehen. Ja, Mann. Abflug. Die kommen sogar wirklich hier unten rein. So, das heißt, das haben wir auch. Dann können wir jetzt zu ihr.
Verdammt, Palomares sagte, du meldest dich. Ich bin Chavez. Ja, mit der haben wir schon mal gesprochen. Ich kenne dich. Ich weiß nur nicht, woher. Weil wir sie schon mal gesprochen haben. Meine Frau und ich spenden für viele Wohltätigkeitsorganisationen in der Stadt. Sie ist wohlhabend. Ich bin Künstlerin. Ich hatte nicht immer Geld. Ja. Was hat dich zur Wache geführt? Ich liebe meine Frau. Aber einige ihrer Freunde, die leben in einer anderen Welt. Sie melden die kleinsten Vergehen und kommen selbst mit viel schlimmeren Verbrechen davon. Und die Polizei hilft nicht weiter. Nein. Vor der Wache war Bruce Wayne die einzige Person, mit der ich reden konnte. Und jetzt ist er... Bruce meinte, ich könnte meine Verbindungen nutzen, um Gutes für die Stadt zu tun. So wie er es mit der Martha Wayne Foundation tat. Und dann habe ich mit Batman gesprochen. Und jetzt mit dir. Ich helfe gern. Welche Infos hast du? Mach's gut. Ja, welche Infos hast du? Verpiss dich. Okay. Da rechts bei der Brücke. Okay, hier ist... Warte, ist das hier unten oder ist das da oben? Ne, ich meine, das war hier unten, oder? Jetzt muss ich echt nochmal gucken, Alter. Mehr habe ich heute nicht. Kontaktperson. Ne. Die Wache. Ach, sowohl als auch. Okay. 10 besiegen und 4 mit Schleichangriffen. Dann können wir doch direkt hier vorne mit den Lullis anfangen. Drohnenhure, ne? Was ihr denn jetzt noch, Alter? Ja.
Digga. Bro, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt mal wirklich, ne? Das Spiel ist ein Witz, ja. Verbuggtes Drecksgame, ja. Wie kann sie ausweichen? Hurenkinder, Alter. Allesamt. Haben wir. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Das ist ein normaler Tatort. Häftlingstransport. Okay, dann lass uns erstmal mit ihr nochmal sprechen. Ah, es ist ja eh hier vorne in der Nähe. Ja, natürlich. Hier bin ich auf jeden Fall hingesprungen. Hast recht, Spiel. Verdammt! Ich hasse es, wenn du das tust. Surprise, Motherfucker. Okay. Mhm. Sammle Hinweise, um Eulennester zu finden. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Ich sag's, wie es ist. Schwierigkeitsgrad hoch oder sehr hoch? Okay, das heißt, das hätte gar nichts gebracht. Dank dir kam ein weiterer ehrlicher Kopf nach seiner Schicht wieder nach Hause. Tja, ich kann auch schießen, du Hure. Okay, warte, lass uns mal einmal gucken, ob das jetzt gezählt hat für Dingens. Fisch, ja, hat.
genau hinter ihm. Die Ho wohl nicht mehr so viel zu sagen. So, Herausforderungen. Die Wache ist erledigt. Kontaktperson. Okay, hiervon also nochmal 3. Davon nochmal 3. Das ist nur die Herausforderung. Das ist was komplett anderes hier hinten. Okay, wir haben sowieso nur noch in der Folge jetzt 12 Minuten. Ah, cool, danke, dass du einfach aufhörst zu springen, Alter, du Fotze. Finde ich echt nice von dir. Dämlicher Pisser. Dann... machen wir jetzt nur noch Nebenquest und dann fangen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal wieder mit einer Mainquest an. Officers, bitte zur St. Adrian beim Lagerhaus. Einer unserer Gefangenentransporte funkt nicht mehr. Oh no, wir haben West. Das war gar nichts. I guess. Du Fotzenkind, Alter. Ich schwöre, ich bring dich und deine ganze Familie um, ey. Spaß bei deinem Einspülen. Das ist aber auch peinlich. Egal, haben wir. Haben wir den Schmu. Digga, warum? Witz, ey. Du brauchst nicht zu zielen, Kollege. Ja.
wirklich klar, ne? Das ist hier irgendwo. Und Swing, Shahiri! Okay, die kann ich nicht graben. Ach, habe ich schon gescannt. Helf mir! Hilfe! Was ist das? Ein Gebiet, du heilig, gut ist sie genau. Ich schütze dich. Ja, na klar. Komm, lass die Fotze doch nochmal zuschlagen, Alter. Na, wie gefällt dir das, du Nutte? Interessant. Dann brauche ich auch nicht mehr dodgen drücken, oder? So, dann bleibe ich einfach stehen und lass mir aufs Maul hauen. Kein Problem im Spiel. Weil wenn es sowieso keine Rolle spielt, ob ich ausweichen drücke oder nicht, dann ja. Mache ich mir gar nicht erst die Mühe. Verbuggtes Wix-Game, Alter. Ich hab hier was.
einen Hinweis brauchen wir noch. Aha. So. Also, ein Haus mit einer Schießerei endete das Set, sondern normalerweise würde es in die Füße keine Schusswaffen. Dieser Black-Wächter muss sich bei ihm unbeliebt gemacht haben. Der Zustand der Leiche lässt vermuten, dass die Mörder sich nicht viel Zeit nahmen. Ne, auf den Bezirk. Ah, der Koffer, die Waffe. Ne, ich glaube eher das hier und die Brieftasche. Na also. Intuizione. Gut. Was jetzt? Jetzt gehen wir nach Hause. Ne, jetzt gucken wir natürlich nochmal in die Herausforderungen. Das sind irgendwie nicht weniger geworden, ne? Wo ich extra diese High-Criminal-Dinger genutzt habe, aber ist in Ordnung. Passt schon. So. Müssen immer noch zweimal Bürger in Gefahr retten. Haben wir noch irgendwo Organhandel? Mit der höchsten Schwierigkeitsstufe oder so? Nee. Was ist das? Warte mal. Geh nochmal auf Herausforderungen. Und zwar die Fahndungsliste. Ja, aber da steht ja nicht, wer von wem ist. Das steht da halt leider nicht. Okay, der Schwierigkeitsgrad muss sehr hoch sein. Das heißt, das hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Doch, sehr hoch. Ja, warte mal, dann machen wir aber den hier zuerst. Weil der ist direkt an den Dingen dran. Dann machen wir noch die beiden Dinger, die direkt hier vorne sind. Und dann machen wir für die heutige Folge Feierabend. Ist ja nicht so, als hätte ich ausweichen gedrückt, aber okay. Scheiß ruhig weiter, Game. Die Ho belebt die ganze Zeit wieder? Come on.
Wie oft soll ich die Alte noch umbringen? Zu deinem Glück hatte ich heute gute Laune. Ja, meine gute Laune geht langsam flöten, Alter. Fifth Game. Ja, das ist hier komplett geklärt. Da wollte ich nichts mehr machen. So, haben wir das. Und dann markieren wir das noch und dann haben wir's. Das hat ja sehr gut funktioniert. Ja, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Digga, ich brauch die Knöpfe ehrlich gesagt immer noch nicht mehr drücken. Na. Das reicht mir langsam. Ohne Scheiß, das reicht mir nur noch. Das ist auch lächerlich. Ich kann ja die Animation nicht mal abbrechen, ne? Aber ich bekomme so oder so Damage. Ja, Bro, dann pick dich einfach, Entwicklerteam. Siehst du, Anna und irgendein Wichsvogel kommt sowieso immer. Ich finde es gut, wie er einfach jeden Schlag daneben haut. Ich finde es nett, dass er einfach gar keine Anstalten macht. Finde ich echt nett von ihm. Okay, da muss ich mich jetzt beeilen. Ich muss hier weg. Okay, hier ist keine Kiste.
So, warte mal, wir nutzen jetzt mal hier das Menü. Nebenaktivitäten. Enthülle den Menschen hinter der Maske nach Batmans Tod. Okay, Ritterschlag. Werde der Ritter, der Gotham braucht. Schalte 3 Fähigkeiten im Ritterschlagbaum frei. Ah, dann kann ich wahrscheinlich diese Dingens herstellen. So, Rat der Eulen. Meter. Achso, ja, wir haben ja gesagt, wir machen Folgenende, ne? Okay, Leute. Dann werden wir uns jetzt auf den Weg da hinten hinbegeben. Okay, wir chillen einmal kurz hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, weil ich will den Schwung auf jeden Fall von hier mitnehmen. Also, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Peace.